Willkommen zu unserem heutigen landespolitischen Gespräch Bayern im Blick, Teil 2 unseres Mediengesprächs. Zu Gast ist nämlich der Präsident der Bayerischen Landesmedienzentrale, Siegfried Schneider. Ich grüße Sie. Grüß Gott, Herr Rückner. Sie haben in Bayern in den letzten 20 Jahren mit aufgebaut eine lokale Fernsehlandschaft. Unter anderem ist TV Bayern Live ein solches Produkt. Die 16 bayerischen Lokalsender arbeiten hier in dieser Sendung zusammen an einem Strang, beliefern uns mit aktuellen Themen. Diese Landschaft kommt nicht von ungefähr. Wie schwierig ist das, diese Landschaft zu erhalten? Also es war zunächst mal eine Riesenchance, die durch den Gesetzgeber eröffnet wurde. Und ich muss sagen, dass meine Vorgänger, sei es in der Staatskanzlei oder auch bei der BLM, hier eine Landschaft geformt haben, die ihresgleichen sucht, die ein Angebot schafft für die Menschen vor Ort, tagtäglich auch über das Geschehen vor Ort informiert zu werden, sei es im politischen Bereich, im Gesellschaftsbereich, im Sport, in der Kultur. Also eine umfassende tägliche 20-Minuten-Sendung aktuell. Und die Frage ist, wie können wir das in die Zukunft führen? Ich bin dem Bayerischen Landtag und der Staatsregierung sehr dankbar, dass man die Verbreitung durch Satellit auch über den Bayerischen Landtag und Landeshaushalt mit fördert und absichert. Denn in Bayern haben wir Kabelverbreitung nur knapp 50%. Und ohne Satellitenverbreitung würden wir die anderen 50% ausschalten. Jetzt geht es darum, dies in die Zukunft zu führen. Und der Weg, der für mich der wichtigste ist, dass man in der Aus- und Fortbildung in junge Menschen investiert. Das ist die Grundlage, Qualität, gute Inhalte. Das ist entscheidend, dass Menschen täglich zuschauen. Und wenn Sie in der Hauptsendezeit 18 bis 18.30 Uhr unsere 16 zusammenzählen, dann sind wir Marktführer. Kein Programm wird so angeschaut von der bayerischen Bevölkerung wie lokales TV in dieser halben Stunde. Und gerade dort, wo Sie ein Fensterprogramm haben im Nationalen, da steigt der Marktanteil, der verdoppelt sich in dieser Zeit. Das ist ein Ausweis, dass die Menschen das sehen wollen, dass die Qualität stimmt. Aber das ist ein hartes Geschäft, dem man sich tagtäglich auch stellen muss. Und die 16 Lokalsender transportieren jetzt auch Plenum-TV, das heißt überparteilich, themenneutral, werden die Entscheidungen kommentiert von den jeweiligen in den Sendegebiet lebenden Abgeordneten pro und contra. Also das ist ja auch eine Art von politischer Grundversorgung. Also es war mir ein ganz großes Anliegen, dass wir mehr politische Bildung auch in das Fernsehen hineinbringen. Und natürlich berichtet der Bayerische Rundfunk über das Geschehen des Landtages. Aber er kann gar nicht, und es ist ja nicht der Auftrag des Bayerischen Rundfunks, dass er darüber berichtet, wie wirkt sich eine Entscheidung im Landtag auf die Region um Landshut aus oder wie wirkt sich die Entscheidung um die Region Würzburg oder Berchtesgadener Land mit aus. Und das ist letztlich die Aufgabe auch unserer lokalen TV-Sender zu sagen, gut, da hat zum Beispiel der Landtag über einen Stadtstraßenbau entschieden. Das ist zwar toll, wenn es da mehr Mittel gibt, aber ich als Zuhörer will wissen, kann ich dann die Umgehungsstraße in der Stadt X bauen oder wie wirkt sich das in der Region Wunsiedel mit aus? Also das Herunterbrechen von politischen Entscheidungen auf die Auswirkungen für die Menschen vor Ort, das wollten wir verbessern und ich bin ja richtig glücklich, dass wir dieses Plenum TV geschaffen haben und auch, dass es mit hoher journalistischer Qualität geleistet wird, dass man darauf achtet, dass sowohl die Regierungsfraktion, als auch wie die Opposition zu Wort kommt. Also wirklich ausgewogen, parteipolitisch neutral die Menschen zu informieren. Das ist das Ziel und war das Ziel von Plenum TV und ich bin sehr stolz, dass das auch so umgesetzt wird. Reden wollte ich mit Ihnen über die Zukunft der BLM. In dem internationalen Markt sind ja verschiedene Kontrollaufgaben jetzt gar nicht mehr wahrnehmbar, weil wo will man das Internet jetzt ansetzen, Anbieter aus aller Welt. Wo sehen Sie denn als Präsident der BLM jetzt Ihre zukünftigen Aufgaben?
Ja, die BLM hat ja eine Besonderheit in Bayern. Es ist etwas kurios, wenn man das erzählt, dass in der Bayerischen Verfassung ja steht, dass es in Bayern Rundfunk nur in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gibt, also keinen Privatfernsehen im klassischen Sinn. Und um trotzdem privaten Anbietern das zu ermöglichen, wurde ja die BLM ausgestattet als öffentlich-rechtlicher Träger. Das heißt, wir haben ein Stück Verantwortung auch für das, was in den einzelnen Sendern auch produziert wird. Deshalb müssen die Sender auch ihr Programmschema bei uns mit abgeben. Deshalb haben wir auch die Möglichkeit, Programminhalte oder Produktionen mit zu fördern, in der Aus- und Fortbildung einen Beitrag mitzuleisten. Durch die Digitalisierung ist das knappe Gut Frequenzen, wie man es im UKW kennt oder im Fernsehen kennt, im analogen Fernsehen kennt, ja nicht mehr als knappes Gut da, und die Notwendigkeit, das jetzt zuzuteilen, um Meinungsvielfalt zu garantieren, diese Aufgabe wird immer weniger. Die bleibt natürlich da, weil sie wird weniger. Und was viel stärker wird in der Zukunft, sind die Themen der Medienkompetenz, der Information der Bürger, aber natürlich auch der Fragen, Dinge zu ermöglichen. So, wir verstehen uns immer stärker so als Schaltstelle für unsere Sender vor Ort, dass man Innovationen weitergibt, dass man die Diskussion über neue Entwicklungen nach vorne bringt. Deshalb veranstalten wir oder unsere Töchter, also unsere GmbHs, Veranstaltungen GmbHs, auch eine Reihe von Kongressen und von Fortbildungsveranstaltungen, damit wir die Entwicklungen, die, sei es in Amerika oder die europäisch oder bundesweit am Markt sind, dass die diskutiert werden und auch von unseren Verantwortlichen in den Sendern auch wahrgenommen werden. Also man sagt neudeutsch Inkubator, ein Ermöglicher. Enabler, ja. Es Enabler, gibt wahrscheinlich Begriffe. Die dynamischste Behörde, die wir so kennen. Man kennt ja von Behörden manch anderes, aber Sie sind der Zeit voraus und nehmen Zuschauer mit. Mit guten Anfangserfolg. Ich wünsche Ihnen viel Glück für diese Tätigkeit. Das war schon wieder unser landespolitisches Gespräch zum Thema Information, Medien, Medienkompetenz. Zu Gast war der Präsident der Bayerischen Landesmedienzentrale, Siegfried Schneider. Vielen Dank. Dankeschön.